herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog 2023 und zu meinem ersten Vlog seit über 3 Jahren. Also ich kann es gar nicht glauben, dass ich gerade in die Kamera spreche. Es ist so ungewohnt und ich bin fasziniert und glücklich und alles zugleich und aufgeregt und ja, hoffe, dass die Qualität passt. Ich bin ja kurz nach meinem Geburtstag Ende Mitte Dezember bin ich wieder auf Instagram aktiv geworden. Sehr, sehr spontan. Ich habe mir lange einen Plan zurechtgelegt, wie ich dann wieder zurückkomme auf YouTube und auch auf Instagram. Und der hat nie hingehauen und ich habe ihn nie umgesetzt. Und dann habe ich mir eines Tages spontan gedacht, ich werde jetzt wieder auf Instagram aktiv. Und habe das auch gemacht. Und dann wollte ich eigentlich auch relativ schnell wieder auf YouTube aktiv werden. Aber an dem Tag, wo ich denn das Video drehen wollte, hat meine Kamera versagt und die Bilder waren eine Katastrophe. Danach sind wir jetzt nach Weihnachten auch in den Urlaub geflogen und sind gestern wieder zurückgekommen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich packe die Kamera aus und nehme euch mit beim nach dem Urlaub aufräumen und Wäsche waschen und Staubsaugen und alles drum und dran. Ich habe meine To-Do-Liste geschrieben, habe jetzt noch schnell Mittag gegessen, habe mir meinen Salat gemacht, einen gemischten Salat und auch noch eine Portion für morgen. Das mache ich normalerweise immer so. Ich kenne das noch von der Arbeit von früher. Habe ich immer am Abend mir einen Salat gemacht und auch gleich eine zweite Portion. Und die war dann mein Mittagessen in der Arbeit. Und habe auch endlich mal nach, glaube ich, über 15 Jahren, seitdem ich dieses Dressing mache für den Salat, das habe ich wahrscheinlich auch zwischendurch schon mal abgewandelt, aber ich habe es zum ersten Mal abgewogen. Und das steht jetzt unten in der Infobox für euch, weil danach wurde ich oft gefragt früher und ich weiß nicht, ob ich das jemals gesagt habe, aber jetzt auf Instagram wurde ich auch wieder nach einem Dressing gefragt und ich habe mir gedacht, jetzt schreibe ich euch das einfach hinein und ja, jetzt geht es dann gleich los. Wollte ich noch irgendetwas sagen? Ja, ich bin es ja nicht mehr gewohnt zu filmen und deswegen hoffe ich, dass die Qualität passt. Ich habe jetzt auch 2 verschiedene Kameras, denn mir ist doch gleich mal ein Akku komplett eingegangen und während ich gefilmt habe mit dem Salat und Schneiden und allem drum dran, ist der Akku von einer Kamera leer gegangen, der wird jetzt aufgeladen. Währenddessen habe ich jetzt eine andere Kamera, das heißt, ich schneide da 2 verschiedene Kamerainhalte zusammen und ich weiß nicht, ob die so gut aussehen zusammen, ich hoffe es sehr. Und vielleicht kommt dann auch noch eine Handyaufnahme dazu. Auf jeden Fall mache ich das jetzt einfach, ja, so wie es gerade kommt und muss mich erst wieder so einleben, auch in die Musik und das Schneiden und alles drum und dran. Also bitte nehmt es mir nicht übel, wenn das nicht alles so ganz perfekt ist. Aber, und falls ich auch wieder sehr, sehr schnell spreche, daran muss ich mich auch wieder gewöhnen, dass ich das nicht mache. Ja, auf jeden Fall nehme ich euch heute mit. Der Christbaum steht auch noch. Ich hoffe, das habe ich noch nicht gesagt. Der Christbaum steht auch noch. Steht schon sehr, sehr lange, denn der kommt bei uns immer Anfang Dezember. Und somit ist der komplett ausgetrocknet jetzt. Und jetzt räume ich ihn mal ab und auch noch einige der restlichen Weihnachtsdeko. Ich glaube, nicht alles heute. Aber das meiste hoffe ich, dass ich wegbekomme. Und ja, ich hoffe, es ist ein schönes Video. Ich hoffe, es gefällt euch und schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, welche Videos ihr gerne von mir sehen möchtet, was euch früher gefallen hat und was ihr euch für die Zukunft wünscht, weil ja, dann kann ich mir meine Liste vollfüllen und hoffe, dass ich möglichst oft Videos online stellen kann und freue mich sehr darauf und ich freue mich ganz, ganz besonders darauf, von euch zu lesen. Ich habe schon ganz, ganz viele wundervolle Nachrichten auf Instagram bekommen, über die ich mich so sehr gefreut habe und die ich mir immer wieder mal ansehe, weil sie einfach so wunderschön sind. Und ja, ich freue mich natürlich auch ganz besonders von euch zu lesen, denn YouTube war mein Start und an YouTube hängt mein Herz und ja, ich freue mich auch wieder da zu sein. Ich hoffe, ihr auch. Und jetzt viel Spaß bei diesem Video. Ich habe heute schon eine DM-Lieferung bekommen, unter anderem mit ganz vielen Geschirrspüler, Geschirrspülmitteln, Tabs und Salz und Klarspüler. Da steht zwar alles in einem, aber ja, ich merke einen deutlichen Unterschied, ob Salz und Klarspüler in der Maschine sind. Trotzdem finde ich die am besten. Und die räume ich jetzt mal schnell ein. That you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams
ich jetzt noch ein wenig Zeit habe, werde ich jetzt auch meine Pinsel reinigen. Das haben sie dringend nur nötig. Die sind jetzt, glaube ich, auch ein bisschen mit Sand voll, weil als ich den Koffer ausgeräumt habe, war überall Sand und auch in dem Kosmetiktäschchen, wo ich die Pinsel aufbewahre. Man sieht, sie haben dringend eine Reinigung nötig. Ich benutze das hier dafür. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie das heißt. Das habe ich aus der Drogerie. Falls jemand weiß, wie es heißt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und einfach ganz normales Babyshampoo. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich bin keine Experte für Pinselreinigung. Aber ich habe das schon immer so gemacht. Teilweise benutze ich auch Seife. Und diese Pinsel sind schon richtig alt und sie funktionieren noch. Also ja, mal sehen, wie gut es heute funktioniert, weil dieses Babyshampoo habe ich noch nie verwendet. Aber ja, probieren wir es mal aus. So, jetzt sind alle Pinsel gesäubert und sehen wieder aus wie neu, finde ich, dafür, dass sie viele, viele Jahre alt sind. Und jetzt habe ich sie noch auf ein Handtuch gelegt und dann dürfen sie mal bis morgen trocknen. Es ist jetzt schon 16.30 Uhr. Ich muss schon mit künstlichem Licht filmen. Das ist nicht mein favorisiertes Licht, muss man sagen. Draußen ist die Sonne natürlich schon untergegangen. Es ist dunkel, es hat alles etwas länger gedauert. Aber ich habe mir gedacht, ich sage euch jetzt noch so eine kurze Zusammenfassung, warum ich jetzt 3 Jahre nicht auf YouTube war. Weil ich nicht weiß, ob ein anderes Video diesbezüglich jetzt schon hochgegangen ist oder wie ich das genau gestalte. Und habe mir gedacht, ich mache jetzt eine Kurzversion. Im Endeffekt lag es an Corona, muss ich ehrlich sagen. 2020 und 2021 waren einfach, finde ich, für mich persönlich sehr stressige Jahre, sehr unsichere Jahre, sehr geprägt von Maßnahmen im Hintergrund, geprägt von einmal Kindergarten ja, einmal Kindergarten nein, Menschen, die wirklich viele Probleme hatten, die ich persönlich kenne oder Geschichten, die mir erzählt wurden von Menschen, die ich kenne, und irgendwie war dieses Thema so präsent und ich habe dann erstens beschlossen, weil es mich generell gestresst hat, zu viel darüber zu erfahren, dass ich mich von Social Media zurückziehe und generell die Medien so gut als möglich meide, weil ich dieses Thema einfach mal ein bisschen außen vor lassen wollte und diese Familienzeit noch genießen wollte. Ich hatte ja damals einen Dreijährigen und einen 4 Monate alten, und für mich war diese Zeit so wertvoll, die zu dritt, zu viert zu verbringen. Und habe einfach auch beschlossen, dass ich diese Zeit mich so ein bisschen abschotte und darauf warte, dass ich ein bisschen inspirierter werde durch wieder schönere Tage. Und das hat natürlich sehr lange gedauert. Dafür war dann 2022 ein wunderschönes Jahr bei uns. Also es hat uns auch gar nicht so sehr, nicht so schlimm betroffen wie viele, viele andere Menschen. Also ich möchte mich da auch überhaupt nicht beschweren. Ich wusste einfach, dass es mir und meiner Familie besser tut, wenn ich mich da ein bisschen distanziere und wenn ich auch keine Videos mache und da überhaupt mir persönlich keinen Stress mache und einfach darauf warte, dass das vorbeigeht. Dass es so lange dauert, das war mir nicht klar, muss ich ehrlich sagen. Aber es hat uns auf jeden Fall sehr gut getan. Das war mir sehr wichtig, das zu machen. Ja, dann kam einfach der Tag im Dezember 2022, wo ich mir gedacht habe, jetzt startest du wieder, weil jetzt bist du so richtig inspiriert. Und ich freue mich, dass ich jetzt wieder da bin. Ich hoffe auf euer Verständnis, dass es da einfach Zeiten gibt, wo man so ein bisschen das Hobby zurückschrauben muss, weil es ja wirklich eigentlich nur ein Hobby von mir ist. Noch, mal sehen, was daraus wird. Ja, da musste ich Prioritäten setzen und das war einfach die Familie und dass ich da wirklich zu 100% für sie da war. Und ja, ich bin mit vollem Elan jetzt wieder da und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt, und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich riesig, von euch zu hören. Ich habe euch sehr, sehr vermisst und ich bedanke mich bei allen, die mir auch auf Instagram geschrieben haben. Da könnt ihr mir auch gerne folgen, wenn ihr das noch nicht tut. Und ich weiß noch nicht, wie oft ich Videos poste, also ich kann es in dieser Hinsicht noch nicht sagen, aber ich versuche es so oft als möglich zu machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Videos euch Freude bereiten würden, was ihr gerne von mir sehen wollt. Und ja, jetzt beende ich den Vlog. Ich habe übrigens einen Kaffee gemacht, das habe ich erst vorhin gar nicht gezeigt, oder? Ich habe mir einen Kaffee gemacht und esse auch noch einen Apfel. Und dann geht's los mit dem Christbaum abräumen und Weihnachtsdeko einpacken. Dann nehme ich euch noch mit und unterlege das Ganze mit netter Musik und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles, alles Liebe!